ja, irgendwie auch ganz nett, wie das hier gemacht wurde. 3000 Geld noch dazu bekommen. Ja, es ist auf jeden Fall interessanter Spiel. Hört sich so an. Also zum Teil. Ab und an ist es echt ein bisschen sehr lame, aber andererseits ist es auch irgendwie ganz nett gemacht. Finde ich. Oha, gut. Hier kommt irgendwas Heftiges. Das ist eine riesengroße Halle, wo nichts ist. Also so ein riesengroßer Saal, wo nichts ist. Wieso sind die meistens eigentlich mehr suspekt, diese riesengroße Saale, wo nichts ist? Ich glaube, ich muss einmal kurz aufstehen für den Kampf, der jetzt kommt. So. Ja, erhebe deinen Knöchelchen aus. Weil jetzt wird's dann richtig übel. Ich hab's doch gesagt, da kommt was Heftiges. Wer bist du? Du bist? Wie heißt du? Pain. Ich bin dafür, dass ich umtauschen von Pain in Boxen. Autsch! Du Drecksau! Was war das denn? Au! Keine Ahnung. Jetzt spackt hier die Steuerung noch rum. Muss ich nochmal gegen ihn antreten? Bitte oder? Mich nicht. Ich kann nichts dafür. Dahinter steckt jemand anderes. Was habe ich denn gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hilft mir! Ich will einen Namen. Shinjiro. Der Kerl heißt Shinjiro. Ich hab dir nichts getan, Mann! Ach ja? Wo ist dann der Rest meines Clans? Rats, sie sind tot! Und dich werde ich auch töten! Krass. Ich hab den irgendwie zersäbelt, obwohl ich irgendwie auch den nicht zersäbelt habe. Eigentlich müsste ich voll verkackt haben, aber irgendwie habe ich gewonnen den Kampf. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Ja, das ist es ja eben. Es ist ein Widerspruch, aber ich habe irgendwie gewonnen, aber auch irgendwie nicht, weil eigentlich sah es gerade ziemlich schlecht für mich aus. Ich raff den ganzen Kram hier gerade nicht. Ihr habt das Trip, das ist wirklich großartig. Findet ihr nicht, dass diese Stadt hier ein bisschen wichtiger ist als irgendein Familienerbstück? Es ist viel mehr als ein Erbstück. Er hat recht. Das Metall. Es ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben. Die Kerle sind also hinter dem Schwert hier. Wahrscheinlich. Gut zu wissen. Kleiner, pass gut auf das Schwert auf. Ich werde sehen, was ich in der unteren Stadt so alles anstellen kann. Okay, ich weiß noch nicht so genau, muss ich da lang? Okay. Also ich habe jetzt ein Gebiet hier irgendwie leer geräumt von diesen komischen Asozialen. Die irgendwie ein bisschen sehr freakig aussehen. Du darfst dich auch öffnen, du Ding. Achso, Ladesequenz oder so. Na, jetzt muss ich wieder zum Sheriff rein. So, und Tür geht auf und ich darf mir wieder einen neuen Auftrag aussuchen nach einer kleinen Zwischensequenz. Sag ich doch. Gut, du hast einen weiteren mächtigen Gegner bezwungen. Jetzt willst du sicher weitere Geheimnisse der Kusagari erfahren, was? Nein, ich will keine weiteren Geheimnisse erfahren. Das macht das Spiel nur unnötig kompliziert. Ich zeige dir den Adler. Den Adler. Er zeigt mir jetzt den Adler. Mit den Adler kannst du Gegner in der Luft in die Luft heben. Hey, das ist aber cool. Halte A und B gleichzeitig gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Okay. Lade dein Schwert auf, um Kusagari-Kräfte einzusetzen. Okay, lade dein Schwert auf und schwinge die Fernbedienung nach oben. Cool.
Cool. Längeres Aufladen bedeutet stärkere Treffer. Setze, okay, 3 aufgeladene Adler an. Hallo. Mach ich doch. Nochmal. Bam. Nummer 1. Bam. Nummer 2. Und Bam. Nummer 3. Du kannst auch nach vorn ausweichen, um in der Luft zu kämpfen. Aha. Okay, wie auch immer das aussehen soll. Gut, darf ich mir wieder neue Aufträge angucken. Klingt leicht verwirrend, muss ich mal so an dem Punkt sagen. Aber weißt du was? Ich glaube, ich werde es mir mal angucken. Mach das. Das. Mach das. Oh, ich habe wieder einen neuen Auftrag erhalten. Meine Güte. Ich habe mich deswegen mal umgehört. Er hat dich nicht belogen. Hier zieht jemand anders die Fäden. Die Angriffe konzentrieren sich auf den Kusagari-Turm im unteren Bereich von Caldera. Wir müssen in die untere Stadt. Die Straßen sind alle versperrt, aber es gibt einen alten Lastenaufzug. Vielleicht klappt es. Vielleicht klappt es. Hey. Sexy, sexy. So, gut. Wieder einen neuen Auftrag. Ab geht die Post. Man rennt hier von Auftrag zu Auftrag. Also, ja. Jetzt geht's in den unteren Bereich der Stadt. Dafür muss ich danach finden. Und dann... da entlang. So, und dann da entlang. Und jetzt hier entlang. Warte mal ganz kurz. Steht da ein LKW? Nee, der LKW ist schon kaputt. Habe ich toll gemacht. So, es gibt kein Zurück-Fortfahren. Natürlich. Hinter dir. Wenn sich ein Feind von hinten herangreift, tippe Z, um zu ihm zu wechseln. Okay. Sehr gut. Das machen wir so, wenn wir die Zeit dazu abwenden. Finde den Lastenaufzug. Wo sind sie? So, okay. Den LKW kann ich nicht mehr zerstören, der ist schon kaputt. Ja, da lang. Geht eine Tür auf, die nur ganz langsam aufgeht. Jetzt bin ich da drin und da gibt es 5000 Gegner oder so. Meine Frage an. Sag ich doch. Wie lange ist denn der Aufbau? Bitte was? Wie lange läuft denn der Aufbau schon? Warte mal, ich muss erstmal die Kampfmusik hier loswerden. Jetzt! So, nochmal. Wie lange läuft deine Aufnahme denn schon hier? 23 Minuten. Machst du eigentlich 15 Minuten? Ja, natürlich. Aber, ich muss natürlich auch erstmal die... Oh nein. Ich komme hier überall solche komischen Viecher an. Ich muss aber natürlich auch erstmal aufnehmen und bei dem Ego-Shooter ist es ziemlich schwer, immer 15 Minuten nacheinander aufzunehmen. Deswegen... Ja. Cool. Bam, bam, bam. Alter, wie geil. Ich hab den einen Typen gerade in die Luft geschleudert und dann in der Luft die ganze Zeit angegriffen, also erschossen. Sozusagen.
Bin ich drauf. Du hast eine große Rüstung an den Spaten. So, und wieder ein paar Leichen mehr in dieser Stadt. Aufzug hier nutzen. Es ist auf jeden Fall ein actiongeladenes Spiel, also da kann man nichts gegen sagen. Und das Ganze ja, auch noch bei körperlicher Betätigung nicht schlecht. Aha, warte mal ganz kurz, da kann ich doch hier irgendwas verschießen. Ha, sag ich doch. Wow, 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 wow. Na gut, ihr wolltet es so. Dann halt eben nicht so, dann halt eben so. So. Uff. Habe ich schon gesagt, dass dieser ganze Kram ziemlich actionlastig ist? Ja, hast du. Fällt dir das nicht auf? Und dass ich noch nicht so richtig weiß, ob ich das toll finde oder nicht? Kein. Was machst du? Was du brauchst ab? Ja, ich werde mich jetzt. Okay. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend, auch wenn die anderen Leute nicht ganz gehört haben. Weil ich hier gerade wieder voll actionreich angelegt bin. So, jetzt. Alter Schwede. Das geht ab. Ja. Mach's gut dann, ne? Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Jo, und wir sehen uns Samstag zum supergeilen Tausender-Special von dir. Richtig. Jo, ich freue mich schon drauf. Mega Man 2 ist so toll. Ich mich auch. Ja, glaube ich nicht, aber ich freue mich drauf. Es wird super geil. Es wird einfach nur super. Ja. Lass mir den Spaß, ja? Also, beziehungsweise... Ja, okay. Euphemismus muss Zeitung? Sein. Ja, wird geil auf alle Fälle. Das ist eine geile Kombo auf alle Fälle. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend mit der Linux an. Jo, mach's gut, Neox 59. Ich wünsche dir auf jeden Fall, wie gesagt, noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns. Ja, und wir sind hier jetzt immer noch munter unterwegs. Und hoffen, dass wir hier gleich wieder ein bisschen voranschreiten können. Uff. Hä? Warum kann man hier rüberspringen? Ich muss doch eigentlich nur dahin. Naja, denn... Toll. Voll den falschen Weg gelaufen hier. Von hier bin ich ja gekommen, ne? So, das heißt hier lang. Darüber.